Hallöchen, willkommen bei Rayman's Deluxe und wenn ihr immer mal wissen wollt, wie Extreme Couching aussieht, ja, so ist es. Und zwar spiele ich Wreckfest und was kann ich sagen, ja, für alle Autorennspielfahrer da außen, es macht viel Lust. Was allerdings nicht so gut ist, ist natürlich hier die lange Ladezeit. Aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall spielenswert. Man kann halt also die Autos kaputt machen, alles Mögliche. Ja, man kann sehr viel auch freischalten und es gibt da wirklich verrückte Rennen, die ich auch noch euch vorstellen werde. Aber zunächst einmal um Position 1. In jedem Rennen, im Moment habe ich noch nichts rausgefunden. Da gibt es noch so Nebenmissionen in diesen Rennen. Aber die muss man nicht unbedingt erfüllen, um dann in den Rängen aufzusteigen, dass man da neue Tracks und sowas dann freischaltet. Es macht riesen Spaß. Ja, es backt noch ein bisschen rum. Und heute kam auch schon das erste DLC raus mit Autoscooter und zwei anderen Autos dabei. Das hier wird... Ich muss halt echt Obacht geben, dass ich hier nicht rausfliege aus dem Kahn, hier aus meiner Ledercouch. Ja, das ist schwer und muss den ersten Platz noch machen. Obacht geben. Okay. So, es gibt auch verschiedene Sichten zur Auswahl und das ist im Moment die beste Sicht für mich. Auf eine Aussicht auf einen guten Platz, auf dem ersten Platz. Aber man kann auch dann in der Ego-Perspektive auch rumdüsen. So, schauen wir mal auf dem Radar, okay. Und mir ist nämlich auch schon mal passiert, dass ich da mittendrin rausgeflogen bin. Ansonsten, was kann ich zur Musik noch sagen? Ja, wer so auf Rock und Heavy Metal steht, ist hier einiges dabei. Im Moment ist halt für mich nichts wirklich Namhaftes dabei, aber ist auch, Entschuldigung, ja, er wurde vom Sofa überrollt. Sehr lustig. Ja, wer träumt nicht davon, mal vom Sofa eines Tages überrollt zu werden? So, das war schon mal der erste Beitrag zu Wreckfest.